Zuerst mal herzlichen Dank, dass ihr heute da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Petition zu entgegennehmen. Was wir mit dieser Petition fordern, ist eigentlich recht einfach, eine gerechte Stromzulage. Mit der Petition fordern wir und UnterstützerInnen der Petition, dass sich die Gemeinde Wetzikon den Haushalt bei den Stromrechnungen unterstützt. Je tiefer das Einkommen der Haushalt, desto höher die Unterstützung. Mit dieser Petition ergreifen wir Partei für die Menschen. Wir fordern eine Politik, die den Menschen hilft und dort hilft, wo sie es auch brauchen. Es ist Zeit dafür, dass wir in der Gemeinde Wetzikon und in der Wetzikon Politik endlich damit anfangen, das Leben der Wetzikerinnen konkret zu verbessern. Es ist schön und gut, wenn der Stadtrat in Zukunft eine andere Strombeschaffungsstrategie fahren will, aber die Strompreise sind jetzt hoch. Die Rechnungen müssen jetzt gezahlt werden. 2-3 Jahre sind in der Politik vielleicht wenig, aber im Alltag der Menschen ist das viel. Und dort sind Probleme jetzt da, weil die Stromrechnung liegt jetzt auf dem Tisch. Wir erhoffen uns vom Stadtrat, dass er die Petition nicht nur entgegennimmt, sondern auch an seiner nächsten Sitzung schon einen Umsetzungsvorschlag für die Stromzulage verabschiedet. Dann kann das Parlament während der Budgetsitzung Anfang Dezember den Umsetzungsvorschlag im Rahmen der Budgetdebatte behandeln. Weil eins ist klar, das Geld für die Stromzulage ist da. Jetzt muss es nur so eingesetzt werden, dass es der Bevölkerung hilft und konkret den Alltag der Wetzikerinnen verbessert. Herzlichen Dank für die Petition. Wir nehmen sie gerne entgegen, prüfen sie prüfen und anschauen. Allerdings vom zeitlichen Rahmen kann ich nicht versprechen, dass wir das dann so kurzfristig geschafft haben. Aber merci, danke. Das ist gelebte Politik oder Demokratie.